Hi Leute und damit auch herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Dieses Video ist etwas ganz Spezielles, denn auf dem Burning Airfield 2022 hatte Bertram Bach, der Geschäftsführer der Pyroweb GmbH, erste Neuheiten aus Freiberg von der Firma FKF mit dabei. Wenn ich sage Freiberg, das sollte einigen auf jeden Fall noch ein Begriff sein, und zwar hatte bis zuletzt dort Weco Feuerwerk produziert. Durch die äußeren Umstände und weitere diverse Gründe hatte Weco diesen Standort schlussendlich nicht mehr weitergeführt, und drei Personen, neben Bertram noch Georg Ahlef und Sebastian Funke, haben die Firma FKF ins Leben gerufen. Wir können uns hier auf jeden Fall auf qualitativ sehr, sehr hochwertiges Feuerwerk Made in Germany freuen. Dieses Video gibt wahrscheinlich einen ersten Eindruck, wohin die Reise gehen kann. Gezeigt werden Artikel von F1 über T1 bis hin zu F2. Wenn euch die weitere Entwicklung von FKF interessiert, alle Links findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und als kleinen Zusatz hatte Bertram dann auch noch Prototypen von neuen Zinkraketen mit dabei. Auch das war super spannend, seht ihr dann am Ende von diesem Video. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesen Impressionen. Und FKF wünsche ich wirklich von Herzen maximale Erfolge für dieses Vorhaben. Natürlich nicht ganz eigennützig, ich freue mich extrem auf euer Feuerwerk. Bei uns ist eine F1-Variante, die es zu kaufen geben wird, schon in sehr kurzer Zeit. Das ist ein Silberregen, aber eben auch nochmal ein Stück größer als das, was man bisher so kennt. Maximum an NEM ausgenutzt, die 3 Gramm. Jetzt der Diamantregen. Den hier haben wir die goldene Kiefer genannt, weil das einfach sehr schöne Funken sind, die dann nochmal so aufplatzen. Seht ihr jetzt gleich so, ich kann ja auch mal so noch ein bisschen näher kommen. So, der klassische Goldregen. Das ist ja dann wirklich so der absolute Klassiker, ne? Wie vorhin schon beim Silberregen. Quasi nur der reine Goldfoliestaub. Nehmen wir die Wasserfallvariante. Was wir hier haben, ist ein Gigant Goldregen. Das ist also ein Goldregen als T1 Variante, noch mal ein Stück größer als die F1 Variante, die man sonst so kennt. Na, was meint ihr? Das sah doch schon mal sehr, sehr gut aus. Schreibt gerne jetzt bereits euren Favoriten unten in die Kommentare. Weiter geht's jetzt aber mit diversen F2-Artikeln. Den Start machen Feuertöpfe. Und hier werdet ihr gleich sehen, die werden relativ schnell nach der Zündung auch den Effekt ausstoßen. Das zum Beispiel wird dann bei der schlussendlichen Endproduktion natürlich anders aussehen. Auch an den Raketen und den Böllern, die ihr jetzt gleich am Ende noch sehen werdet, wird mit Sicherheit noch viel gefeilt werden. Es bleibt also spannend, aber jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dem F2-Part. Thank you.
los. So, in Anlehnung an die Schwärmer. Die richtigen Schwärmer sind ja leider verboten. Wir haben noch einen mit etwas stärkeren Antrieb, der wäre dann einfach zu stecken, ne? Zeigt man auch gleich noch. Also Eigenantrieb als solches darf halt nicht mehr sein. Startet mit diesem schönen Goldregen und dann hat man den Knall dazu. Die wurden ja nicht umsonst. Also habt gesehen, auf dem Boden wäre das jetzt ein bisschen was anderes, ne? Genau. Also wir können ja auch so ein bisschen Eigenantrieb hat. Mal gucken. Sollte es eigentlich. Das war's jetzt auf jeden Fall mit den Neuheiten von FKF aus Freiberg. Und wie gesagt, als kleinen Zusatz gibt's jetzt noch ein paar Prototyp-Raketen von eventuell in dieser Form folgenden Zink-Raketen. Auch made in Germany, Hammerqualität. Ich hoffe, diese Einblicke haben euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne eine positive Bewertung da und vergesst nicht euren Kommentar, was in diesem Video euer Favorit war. Und in diesem Sinne, freut euch auf weitere Videos. Bis sehr, sehr bald. You